sollte Disziplin haben. Die physische Komponente, andererseits natürlich das Ballgefühl. Also ausreichende Talent. Sie sollte gut schießen können und gut verteidigen können. Der mentale Bereich, da fällt natürlich das Thema Einstellung auch rein und da kann man sehr, sehr viel bewirken. Er muss gut trainieren, er muss es wollen. Immer Lust zum Trainieren und... Also mentale Stärke auf jeden Fall. Überhaupt wenn sie meten, wichtigen Entscheidungen. Die Einstellung muss passen. Seine Mannschaft motivieren, nicht eigensinnig sein. In der Mannschaft für Stimmung sein. Man sollte physischen Fähigkeiten haben, ein bisschen Talent und auf jeden Fall Wille und Einstellung. Du kannst auch einiges an Talent, was du nicht hast, wettmachen. Neustadt. Werte Florestadt. Atzersdorf. Weidhofen und Bayern. Auch Atzersdorf. Das war ziemlich lustig im letzten Jahr. Training und macht Spaß. Burschen, das ist ja auch die Mädels, die da sind, sind halt lässig. Wir sind wirklich gute Freunde. Unser Training ist wirklich speziell für jeden, was eigenes. Und ja, mir taugt es einfach. Und wie ist der Conny so als Trainer? Lustig und nett. Ja, vor allem hier in der Sportwelt Niederösterreich haben wir einfach perfekte Bedingungen. Wir haben unglaubliche Infrastruktur, haben 4 Hallen zur Verfügung, unglaublich viele Freizeitmöglichkeiten, haben einen See gleich nebendran, das heißt, haben genug Möglichkeiten, die Kinder zu beschäftigen. Ich war seit Wochen. Falltraining gemacht und Wurftraining. Heute hatten wir Abwehrtraining. Wir haben ein Spiel gespielt mit so einem großen Ball, den wir abschießen haben müssen, dass er hinter die Grundlinie kommt. Ja, und jedes Mal am Schluss das Klatschspiel. Da stellt man sich in einen Kreis, der Conny oder andere Trainer stehen in der Mitte, dann passt er irgendwie und dazwischen muss man klatschen und dann den Ball. Leichtathletisch, Verteidigung, das ist wirklich alles. Wurfgeschwindigkeitsmessung, das hat man falsch. Dann. Wie viel km/h hast du Sandra? Mit dem Dreierball 80, mit dem Zweierball 85. Okay. Aber da habe ich, muss ich zugeben, eine Stunde lang nicht geschossen, weil ich die 80 zusammenbringe. Ein bisschen ehrgeizig sein. Also auch wir haben, glaube ich, von Jahr zu Jahr dazugelernt. Wir haben erstmals viele Mädels dabei, was auch, glaube ich, den Spaßfaktor sehr erhöht, weil die Atmosphäre sehr, sehr gut ist bei den Jungs und bei den Mädels. Wir haben die Programmpunkte quasi gestrafft, den ganzen Tagesablauf. Wir haben viele Freizeitpunkte dazugenommen, haben viele Wettkämpfe, viele Preise, Geschenke für die Kids. Das kommt, glaube ich, ganz gut an. Kein Ende in Sicht.